Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Heute möchte ich euch wieder ein leckeres Pita-Rezept zeigen und komme dann auch gleich zu den Zutaten. Für die Füllung habe ich ungefähr 400 Gramm Hackfleisch, 2 Tomaten, 2 ganz, ganz große Zwiebeln. Ihr könnt aber auch 4 Stück nehmen. Wichtig ist, dass ihr viele Zwiebeln nehmt und 3-4 Peperoni, 4-5-10 Knoblauch. Der Knoblauch in der Türkei ist nicht so intensiv, deswegen würde ich euch raten, nur 2 Zehen zu nehmen. Salz, Pfeffer und Blattpaprika. Ich werde erstmal damit anfangen, die Zwiebel klein zu schneiden. Also die werden richtig grob geschnitten. Nicht klein, sondern richtig in große Stücke geschnitten. Ich habe die Zwiebeln, Knoblauch und Peperoni klein geschnitten und angebraten. Und jetzt gebe ich das Hackfleisch noch mit rein und brate das alles schön an. Wie ihr sehen könnt, ist Zwiebelanteil viel, viel mehr als das Hackfleisch und so soll das auch sein. So, nachdem die Zwiebel und Hackfleisch richtig angebraten ist, werde ich das mit Salz, Pfeffer, Blattpaprika abschmecken. Und gebe zum Schluss die Tomaten rein. Die habe ich dann einfach klein geschnitten. Und brate das so lange an, bis die Tomaten dann auch ein bisschen weich werden. Weil die werden ja auch noch im Ofen weich. Für den Teig habe ich 500 Gramm Mehl, ein Ei, eine frische Hefe habe ich. Kommt alles jetzt hier rein. Und 2 Esslöffel Öl. Und jetzt werde ich den Teig vorbereiten mit lauwarmes Wasser. Und das muss schon ein bisschen weicher Teig werden. Also das darf kein fester Teig werden. So, ich habe jetzt für 500 Gramm Mehl ungefähr 300 Milliliter Wasser genommen. So, jetzt lasse ich den Teig an einem warmen Ort so ungefähr eine Stunde gehen. Wie ihr sehen könnt, ist der Teig schön hochgegangen. Jetzt werde ich meine Arbeitsplatte mit Mehl bestreuen und aus dem Teig erstmal kleine Bällchen vorbereiten. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Teig geworden. Und werde dann jedes Stück oval ausrollen. Dann kommt die Füllung rein. Und ich mache die Pitas einfach nach oben einfach zu. So, jetzt gebe ich die Pitas auf mein Backblech. Die werden dann einfach umgedreht. Jetzt könnt ihr die Pitas auf dem Backblech nochmal 10 Minuten gehen lassen und bei 180 Grad ungefähr 30 bis 40 Minuten backen, je nachdem, bis sie dann braun werden. Und es wird kein Eigelb darüber bestrichen, sondern wenn die Pitas raus sind, werden wir die einfach mit Butter bestreichen. So, ich habe meine Pitas jetzt aus dem Ofen rausgenommen, sieht richtig super, super lecker aus und ein Blech ist noch im Ofen. Ich werde die heißen Pitas noch mit Butter bestreichen jetzt. Also ihr habt ja gesehen, wir haben kein Eigelb darüber bestrichen, das wird einfach so gemacht. Und jetzt einfach mit Butter bestreichen, dann werden sie auch richtig saftig und auch oben weich. Und dann können wir das essen.
So, fertig sind meine Pitas und die sind auch richtig super, super lecker geworden. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Rezept gefallen hat. Probiert das unbedingt aus. Bitte nicht vergessen, meine Videos zu teilen und zu kommentieren. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich freuen, wenn du den jetzt abonnieren würdest. Und sage tschüss, bis zum nächsten Video. Für mehr Rezepte kann ich euch türkische Börek mit Spinat oder Börek mit Spinat aus Yufka empfehlen.